Naja, die ist verändert. Der entgleiste Zug. Das ist, glaube ich, der, den man von oben irgendwo gesehen hat. Nee, Blödsinn. Wir haben einen anderen Zug gesehen. Da ist gar nichts drin. Schade. Wir haben einen anderen Zug gesehen vor einer Brücke, noch im alten. Also im alten Kapitel. Nicht Kapitel, in einer Episode. Noch mehr Magnesiumfackeln. Also an Magnesiumfackeln Mangel werde ich definitiv nicht sterben. Es wird nicht der Magnesiumfackelmangel sein, der uns umbringt. Da oben ist der Aussichtsturm. An dem kann man sich jetzt inzwischen ja herrlich orientieren. Was ist das da vorne? Sieht aus wie eine Lok. Und im Übrigen haben sie jetzt ja auch natürlich jetzt hier die Bären eingeführt, ne? Also wir wissen, hier läuft ein Bär rum. Das muss uns jetzt mal klar werden. Er läuft hier rum. Er wird uns wahrscheinlich auf den Sack gehen. Ich persönlich befürchte, dass er das ein bisschen persönlich genommen hat mit dem Schuss auf ihn. So ein bisschen die Bären-Challenge noch mit eingebaut, ne? Ja, das ist da vorne, das ist die Lokomotive. Auch neu. Die war früher nicht da. Bin gespannt, ob ich A da rein kann und was da drin ist. Hier ist überhaupt gar kein Tier. Das irritiert mich so ein bisschen. Doch, da vorne ist ein Wolf. Gerade sag ich's. Oh, fuck. Das finde ich nicht allzu geil, dass da vorne jetzt ein Wolf ist. Schauen wir uns erstmal um. Hier drin sind wir auf jeden Fall erstmal sicher. Da liegt ein Zeitungspapier. Was ist das? Nichts. Da ist noch eine Magnesiumfackel. Ein Toter. What have we here? Die Stiefel lasse ich ihm mal. Eine Arbeitshose, die nehme ich mal mit. Weil ich einfach nicht weiß, ob die besser ist. Ich wünschte, man könnte da hoch und gucken. Der Wolf ist da drüben rechts, okay. Ich habe ihn gerade eben nicht gesehen gehabt. Dreh da um, das darf doch wohl nicht wahr sein. Eisenbahnladeplatz. Ich gehe ganz da an den Rand. Ich will mich mit diesem Wolf nicht anlegen müssen. Ich sag einfach nö. Muss jetzt nicht sein, echt nicht. Da läuft er. Glaube ich zumindest. Ja, da läuft er. Wir dürften um ihn rumkommen. Auch wenn er so ein bisschen auf uns drauf hält gerade. Er scheint uns zu riechen. Der kommt nämlich in unsere Richtung. Finde ich nicht so cool. Geh doch weg. Ja, der riecht uns aber sowas von. Also wenn ich um diesen Fels rum bin, werde ich aufstehen und wieder gehen. Hauptsache, er hat uns noch nicht bemerkt.
Also nicht vollständig gesehen, dass er bellt oder so ein Quatsch. Gut, wir sind um ihn rumgekommen. Da vorne ist auch schon unser Point of Destination. Das ist der Katerstaudamm, der komplett überarbeitet wurde. Wahrscheinlich eine der größten Änderungen im ganzen Spiel. Hat wirklich diese Map hier erfahren jetzt am Ende. Also so sukzessive in den letzten Patches vor dem Release wurde hier unglaublich viel verändert. Und ganz zum Schluss jetzt hier der Katerstaudamm. Staudamm. Was ist denn ein Staudamm? Der Katerstaudamm. Allein das hier, Carter Hydro Energy. Da vorne mit so einem lustigen Schienenauto und hier zwei solchen, wie nennt man das? Ich hab's vergessen, wie man's nennt. Containerwohnungen. Gucken wir mal da rein, vielleicht finden wir was Cooles. Zum Beispiel nochmal eine Straubenlimonade. Ansonsten haben wir leider nichts gefunden. Gucken wir mal kurz in die Karte hinein. Also wie gesagt, jetzt sind wir hier. Infektionsrisiko. Hier sollen wir hin. Finde und betritt den verlassenen Staudamm. Gefunden habe ich ihn. Keins davon hier ist leider eine Feuertonne. Mir wurde im Stream gesagt, dass unter der Brücke irgendwie eine Feuerstelle wäre. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe es noch nicht kontrolliert. Erstmal interessiert mich sowieso, ob ich hier noch irgendetwas Sinnvolles finde. 100% haben die. Was? Das ist ja mal krass. 100%. Nicht schlecht. Bei mir klingelt's. Warum denn das? Moment. So, da bin ich wieder. War nur der Postbote. Was ist denn das Schönes? Nochmal ein bisschen Big Moose Coffee. Tomato Soup. Da lass doch mal ein bisschen mehr Antibiotika drin sein. Wird nur nicht die richtige sein. Er wird spezielle Antibären-Antibiotika brauchen. Nee, also es ist natürlich schon klar, es gibt unterschiedliche Antibiotikasorten. Und du kannst halt auch mit der falschen Antibiotika halt original gar nichts erreichen, im besten Fall. Und im schlimmsten Fall machst du dich sogar krank. Das ist mir mal passiert, als ich mal die falsche Antibiotika bekommen habe. Dann kannst du nämlich unter anderem richtig böse Darmprobleme bekommen. Ey, die machen dann keinen Spaß. Das ist mir mal wirklich passiert. Ich gehe nicht näher ins Detail. Ich will bloß damit sagen, falsche Medizin kann sehr scheiße sein. In dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Torschlüssel des Katergeländes. Ah, den muss man also erstmal finden. Ja, ich wäre da jetzt hingedappt und hätte einfach gedacht, warum komme ich da nicht rein? Ein brauchbarer dicker Wollpullover. Mainland Spring. Abgenutzte Wanderstiefel. Nochmal eine Limo. Ich habe das jetzt mal alles jetzt hier an mich genommen. Werde aber höchstwahrscheinlich jetzt hier Dinge einfach mal ablegen. Denn wir sind jetzt schon ordentlich überladen. Brauchbare Arbeitsrose. Die macht 1,1 und 0,7. Und das bei 71%. Was passiert, wenn ich die jetzt repariere? Wir haben ja ein bisschen Zeit. Haha, der Mann wird ja nicht gleich wegbluten, ne? So, jetzt haben wir 1,5 und 1. Und damit ist die besser als unsere neue Cargohose. Und die Hose ist sowieso überholt. Ja. Die Hose ist absolut überholt gewesen. Das ist jetzt 0,5. 1107. Ja, auf jeden Fall.
Wir versuchen uns natürlich auch hier zu verbessern. Und schaffen das sogar. Ich lege mal die anderen Sachen hier alle ab, die wir nicht brauchen. 0606, die werden nicht so gut sein wie unsere Bergsteigerstiefel. Die sind halt echt der Knaller. Ja, Wills Hose. War schön mit dir, aber Will will seine Hose nicht mehr. Und jetzt sind wir immer noch bei 39 Kilo. Ich möchte aber das Essen jetzt nicht zum Fenster rausschmeißen. Ich habe so viele von den Teilen. Ich werde mir einfach später wieder welche holen. Das hat jetzt gerade auch einiges an Gewicht gespart. Es ist eh kurz vor Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt hier noch weiter zu gehen. Vor allem da reinzugehen, falls da eventuell ein Fluffy auf uns wartet. Dann schärfen wir doch mal lieber unsere Ausrüstung, ne? Was haltet ihr davon? Ich halte das für eine gute Idee. 98% reicht. Moment, dann... Ja, ich lege hier noch mehr hin. Das ganze Angelzeug, das ich momentan aus meiner Sicht nicht brauche. Moment! Ich kann noch kein Angelzeug bauen. Gut, dann lege ich das mal dahin. Schnur, Schnur. Den Kollege brauche ich auch akut nicht. Dich brauche ich akut nicht. Ach komm, zwei reichen doch. Die Fackel brauche ich akut nicht. Ich kann wahrscheinlich jetzt hier gleich noch auffüllen. Tu mal vier Stück ablegen. Okay, dann füllen wir jetzt mal unsere Lampe auf. Das spart wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen an Gewicht, aber wahrscheinlich nicht. 35 Kilo. Wir werden wieder hier reinkommen. Auf die eine oder andere Art. Jetzt schließen wir erstmal hier auf und gucken uns da auf diesem Areal mal um. Ich erinnere mich noch ganz, ganz genau, wie ich... Ja, das stimmt schon. Das sieht nicht so aus, als ob die Leute, die hier gearbeitet haben, noch Interesse daran hatten, aufzuräumen. So sieht es hier definitiv nicht aus. Was auch immer das hier für eine Hundehütte ist. Aber die hat mir schon ein paar Mal das Leben gerettet. Coole finde ich halt auch, dass du jetzt wirklich hier drin jetzt vor Tieren sicher bist. Das ist das Beste an dieser Position. Und es gibt eine ganze Ecke Holz. So viele Holzpaletten und alle sind auseinandernehmbar. Und Holz mangelt es einem jetzt hier definitiv nicht. Wir gehen jetzt doch vorsichtshalber mal rein. Einfach mal einen ersten Blick reinwerfen, ne? The old trapper gets sick and dies. What he knows will die with him. Okay, also das Spiel sagt mir jetzt schon, hier könnte es gruselig sein. Und ich glaube, es hat recht. Geil. Das ist Wills Mütze. Die ist jetzt schon besser. Oh Gott. Ich erschrecke mich bei sowas immer.
the hell happened here anyway? Control room. That sounds promising. Looks like this thing isn't opening unless I can get the power working again. Maybe the Trapper knows more about it. I'd better find those first aid supplies and get back to him. Wow! Es gibt hier eine Möglichkeit, den Strom anzumachen. Holy crap! Also ich glaube nicht, dass wir hier auf Fluffy treffen. Ist einfach mal nur so eine These. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich durchsuche jetzt erstmal einfach mal alles. Heißt nicht, dass ich alles mitnehme. Aber ich nehme alles mit, was ich... Was? Hört auf, so böse Geräusche zu machen, die mir Angst machen. Was steht denn da? Karte startet am Sicherheits- und Abschalthinweis. Karte startet am Sicherheits- und Abschalthinweis. Sicher überrascht es Sie nicht, dass ein rentabler Betrieb des Karte-Staudamms seit den zunehmenden seismischen Aktivitäten auf der Insel nahezu unmöglich ist. Zudem haben wir aufgrund des kürzlich aufkeimenden Ökoaktivismus, oder nennen wir das Kind beim Namen Terrorismus, mit neuen Risiken zu kämpfen, die Sicherheit der Anlage und Arbeiter gefährden. Aus diesem Grund muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich nach Jahren der Modernisierungsversuche und allen leider fruchtlosen Bemühungen des namensgebenden Erbauers Richard Carter oder Richard Carter vor so vielen Jahrzehnten leider ebenfalls die Segel am Carter-Staudamm streichen muss. Mein Ehrgeiz ist es einfach nicht wert, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Alle Arbeiter werden weggebracht, sobald wir ihre Sicherheit gewährleisten können. Achten Sie bis dahin bitte auf verdächtige Aktivitäten in und um den Damm herum. Die sogenannten Waldflüsterer sind immer noch in dem Gebiet aktiv. Vielen Dank für Ihr Engagement für unsere Sache. Hochachtungsvoll, Robert Clark, CEO Carter Hydro Energy. Ich finde es interessant, dass Öko-Aktivisten und Terroristen halt wirklich gegen so eine Art von grüne Energie vorgehen. Also, ne, ich kann ja verstehen, wenn man sagt, oh ja, ich will keine Kohle, oh ja, ich will keine atomare Energie. Aber wisst ihr, einen Staudamm, klar, ein Staudamm ist auch ein Eingriff in die Natur. Aber es ist kein schlimmer Eingriff in die Natur. Das ist halt der springende Punkt. Also, das ist sozusagen noch die geilste Form von grüner Energie, die man sich eigentlich wünschen kann. Für diese Art von Ökoaktivismus habe ich wenig bis gar kein Verständnis. So, da haben wir noch ein paar andere Schubladen. Weil, was ist denn die Alternative? Was wollen denn solche Leute erreichen? Wollen die dann erreichen, dass wir alle wieder im Wald leben oder sowas in der Art und Weise? Tja, die Leute denken sich dann wahrscheinlich so, ja, ich bin der Gute, ich rette die Natur. Aber das Problem ist, wenn man das tut... Wenn man wirklich die Menschheit dazu zwingen würde, dass wir alle wieder im Wald leben müssen oder in der Steppe oder sonst irgendwie, dann ist das Genozid an der Menschheit. Denn dann sterben Milliarden Menschen, die man nicht mehr versorgen kann. Das ist die Konsequenz daraus. Und wer sich das wünscht, der wünscht sich Massenmord. Der wünscht sich Massenmord. Es ist so, wie es ist. Man könnte sich wünschen natürlich, ja, die Menschheit hätte nie so groß werden dürfen. Aber dann müssen wir auch ehrlich sein. Dann wären die Leute, die sich das wünschen, auch heute nicht hier. Also, die würden nicht leben. Die meisten von uns würden wahrscheinlich nicht leben. Oder hätten als Kind vielleicht gar nicht überlebt, wenn unsere Versorgungslage nicht so gut wäre. Ich weiß, dass ich als Kind gestorben wäre, aufgrund einiger Vorfälle in meinem Leben. Wenn unsere Versorgungslage nicht so gut wäre. Ich wäre höchstwahrscheinlich als Kind erstickt. Ich war ein Kind, das sogenannten Pseudogrupp hatte. Ich hätte das nicht überlebt, ohne unsere flächendeckende medizinische Versorgung. Und die meisten anderen Leute wahrscheinlich auch nicht. Die hohe Kindersterblichkeitsrate in der früheren Zeit hatte einen Grund. Meistens sogar mehrere Gründe, logischerweise, aber auch einfach die Tatsache, dass man ja nicht früh eingreifen konnte, um die Kinder zu retten. Man muss sich über solche Konsequenzen halt auch einfach mal Gedanken machen und sich wirklich fragen, was man sich wirklich wünscht. Egal, wir haben nochmal eine Signalpistole. Das
beinahe schon fragwürdig, dass es so schwer war, die letzte zu finden. Und jetzt hier finden wir einfach eine zweite, ne? Also wie gesagt, nichts gegen Naturschutz. Aber Naturschutz muss auch durchdacht stattfinden. Und nicht als blinder Fanatismus. Blinder Fanatismus ist das. Das ist für mich dann genauso wie eine andere Art von Terrorismus. Was ein Mülleimerbrief. Ein Brief, den du im Mülleimer in der Toilette des Carter-Staudamms gefunden hast. Ich bin so stinkwütend auf dich. Du hast behauptet, die Waldflüsterer würden hier draußen gute Dinge tun. Aber ich habe nur einen bunt zusammengewürfelter Haufen Idioten erlebt. Ja, das sind sie meistens auch. Der keinerlei Organisation oder Plan hat. Es ist viel zu kalt, um in dieser Jahreszeit hier draußen zu sein. Und die Tiere. Du hast mir nicht gesagt, dass es hier echte Wölfe gibt. Das ist doch verrückt. Ich höre sie nachts da draußen heulen. Ich werde noch wahnsinnig. Was machen wir hier überhaupt? Es heißt, die Erdbeben hätten großer Bär übel mitgespielt. Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass hier das reinste Mittelalter herrscht. Du schuldest mir echt was für die Vorräte, die ich mitgebracht habe. Wenn es nicht bald wärmer wird, mache ich mich aus dem Staub und komme auch so bald nicht wieder. Tja. Ist halt nicht alles Gold, was glänzt, ne? Auch Ökoaktivismus hat offensichtlich seine Grenzen. Und warum habe ich das Gefühl, dass der Typ nicht weit gekommen ist? Verwaltungsraumschlüssel. Der Schlüssel zum Verwaltungsbüro von Cartro Hydro Energy. Das ist cool.